Jetzt haben wir hier nochmal das Silber-Bracket, Grand Final. Auch nochmal ein Best of Five zwischen Skeddy und Flora. Wie ihr sehen könnt, beide auf anderen Chars unterwegs als sonst. Kann man auch machen, auf jeden Fall. Also das haben die beiden schon... Was ist das für Musik? Okay, nur ein komisches Geticke. Ja, egal. Jedenfalls haben die beide das schon die ganzen Sets durchgezogen. Also spielen nicht erst seit eben gerade oder im Silber-Bracket die beiden Chars, sondern ja, auch schon seit den Pools. Oh, das ist diese... Hier ist das Elektroplankton-Musik, was praktisch keine Musik ist. Es gibt, glaube ich, keine Musik, die weniger passen würde gerade. Aber okay. Dann schauen wir mal, wie das hier ausgeht. Ich glaube, die beiden haben schon gespielt. Das war, glaube ich, ein 3-1 für Skeddy. Skeddy auf jeden Fall ein Roy, der nicht allzu clean ist mit den Confirms, aber er kann trotzdem gut killen mit Roy und kann gut juggeln mit ihm. Also vielleicht gar nicht so schlecht. Gucken, ob was für mit dem Jab versucht. Nee. Das killt nicht. Noch eine AB, aber die killt. So. Wir gehen in Set Nummer 2. Ah, Set Nummer 2 sage ich. Das stimmt zwar auch, aber ich meine eigentlich Stock Nummer 2. So richtig Movement bekommt Skeddy nicht. Schafft es bisher nur so mit Einzelhits etc. Ach, da hat schon mal einen Jab getroffen. Ja, dadurch das... Oh, schön! Ah, das meine ich mit, er kann mit Roy gut killen, obwohl er die Confirms nicht so wirklich kann. Er trifft halt Back Air Raw, F-Smash Raw, Side-B auch. Kann man machen. Bei dem Dark Pit von Flora, muss ich sagen, habe ich noch gar nicht gesehen bisher. Also muss ich mich da mal überraschen lassen. Skeddy hier mit dem Stock. Die macht hier direkt gut weiter. Ordentlich Pressure. Und das meine ich. Jetzt ist er so ein bisschen drin. Weil er jetzt so ein bisschen in seinem Speed spielen kann. Davor war das eher so nach Floras Speed. Boom. Okay, der Jab. Die Musik ist crazy. Das ist einfach nur ein Ticker. Okay, Oh, aber es killt nicht. Also so leichte Buffs für Pit und Dark Pit halte ich schon für angemessen. Ich meine, im Endeffekt ist das ein Charakter, den Anfänger auch gerne spielen. Und meistens ist es so bei den Charakteren so, dass Nintendo darauf achtet, dass die nicht zu stark werden. Also auch in den Situationen für Anfänger. Deswegen denke ich, kommt da auch nichts. Aber wir sind ja sowieso jetzt gerade nicht mehr wirklich in der Situation, wo irgendwas gebufft wird. Tschüss.
So. So, Game Nummer 2. Schauen wir uns mal an, ob Scan jetzt mal ein bisschen mehr in seinem Tempo spielen kann. Ist halt nicht leicht, weil Peter halt... Naja... halt... Projektile und Multi-Hits hat. Ja, und auch, wenn er mal gejuggelt wird, halt diese Orbital-Hits nennt man die, glaube ich. Genauso wie Multiple Jumps sind auf jeden Fall hilfreich. Oh, schön back, ja. Oh. Ja, immer noch am Leben. Oh. Stage Control wieder aufgegeben. Ja, ich kann mir den Charakter schon für Skelly vorstellen, auf jeden Fall. Noch ein paar Turniere mit dem. Der ist der Clean. Wenn er jetzt noch irgendwie diese Jab-Confirms übt. Oh, schön ausgewichen. Und drangekommen, sauber. Hol die ab, wie abgebrochen wurde. Okay, Ausgleich. 60% extra Credit. Okay. Sieht es echt gut aus für Skelly hier. Wahrscheinlich mit dem F-Tail. Mhm, er versucht. Ja, ist schon eine gute Option. Sehe ich schon. Ja, okay. Also jetzt fast ein ganzer Stock in Führung. Pit wird vor allem dann effektiv, wenn er jemanden gimpen kann. Also gerade mit den Multi-Hits und mehreren Jumps kann man den ein oder anderen Charakter oder auch die Recovery ziemlich rausnehmen. Bei Roy weiß ich gar nicht so genau, aber was mir aufgefallen ist, dass Caddy schon mehr als eine Möglichkeit hat zu recovern, dass er die auch nutzt. Macht er auf jeden Fall ganz gut. Oh, oh, okay. Ich dachte tatsächlich, der trifft. Und die Side B. Okay. Stell die gleich aus. Indessen gucke ich mir hier schon mal an... Top 8, also hier mit Top 8er. Schau mal die Grafik. Okay, die Musik ist cool. Würden wir wieder auf Battlefield? Ja, Small. Ja, mal schauen, ob wir hier nochmal ein Comeback von Flora sehen. Skeddy, was ich hier gerade meinte mit dem eigenen Tempo, das klappt inzwischen deutlich besser. Roy ist eben ein wirklich schneller Charakter und mit dem muss man erstmal mitkommen können. Ja, an der Edge, das macht er sehr gerne mit der Back, ja. Mit dem FT, meine ich. Ah, da, auch da. Mit der Up, ja. Killed. Okay.
Okay. Jetzt gerade mal die Chance, Flora aufzuholen. Aber auch da einfach durchgestochen. Okay. Der Sourspot F-Smash. Okay, ist jetzt wieder komplett even gerade. Also tatsächlich nochmal ein Comeback von Flora. Es steht auch vom Gamecom komplett even. Dann wird sich gleich zeigen, wer hier besser killen kann. Oh, die Back Air. Ja, hart. Hat fast gekillt, einfach vor 100. Ah! Ah, das hätte doch der Kill sein können, vielleicht. Hat sich Skelly nämlich in schlechte Situation gebracht. Das Side B. Sehr aggressiv und funktioniert auch. Revenge Stock. Nee, noch nicht. Skelly kommt tatsächlich. Kann auch in Cover. Jelly Situation. Wieder offstage. Was? Was war das gerade für ein Knockback? Flora hat 37. Full Rage ist also skaliert voll mit der Side B. Okay. Das war crazy. Ja, gut. Gut gematcht. Oh! Oh! Oh, das war die Chance. Hier für Flora. Aber das Game ist noch nicht zu Ende. Oh. Also fast wieder komplett zurückgeholt, ja, tatsächlich. Ja, dann sind wir in der gleichen Situation wie eben. Und dann schauen wir mal, wer diesmal besser killen kann. Oh, schon mal ein F-Smash. Nicht schlecht. Oh, der Tag. So ein schneller Tag, aber direkt drauf reagiert von Flora mit dem Up-Smash. Das ist 2-1. So. Gut, Game Nummer 4. Möglichkeit für Flora, hier nochmal ein Bracket Reset zu schaffen. Okay.
Oh. Ich weiß nicht, dass man die Attacke canceln kann. Okay. Also hier leichte Führung erstmal für Skelly. Der hat ja bestimmt keine Lust, irgendwie nochmal ein ganzes Set zu spielen. Ja, mal gucken. Oh, oh, aber erwischt. Und ja, das war der Stock. So, also. Nicht groß extra Credit gemacht, dafür jetzt Momentum. Wie lange er das halten kann. Ah, wir sind schon wieder im Neutral. Ich weiß nicht, ob Skelly gerade irgendwas vorhat mit dem Jab. Das Gefühl, er hat da irgendwie Lust drauf, Jab zu treffen einmal. Keine Ahnung, mit der Werbung? Keine Ahnung. Das kann ich hier auf jeden Fall nicht nochmal einstellen. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie man das macht. Okay. Hier ist jetzt aka Skelly 12, genau. Ganz guten Lead. Aber ey, das ist doch eigentlich was. Macht mal Ausrufezeichen 30. Dann seht ihr da eine Umfrage. Und ja, da wird euch so Fragen gestellt, was ihr euch für LEZ Rising Nummer 30 wünscht. Und generell, was ihr für Verbesserungsvorschläge habt. Wenn ihr da so Lust drauf habt, dass in den richtigen Momenten Werbung kommt, dann könnt ihr das da gerne reinschreiben. Weil ich das auf jeden Fall vergessen werde. Aber ja, schreibt das gerne in die Umfrage. Oh! Okay, und die Side B killt 400, so wie immer. Das heißt, es ist das 2-2 gegen den Game 5 vom Grand Final. So, welcher ist denn heute überhaupt? Und ich bin wieder ready. So. Was gibt's denn hier? Ist wieder even. Wir sind wieder in einer Situation, in der sich zeigen wird, wer hier besser killen kann. Okay.
halt Stage Control aufgegeben und immer noch überlebt. Okay, also so Rollen kommen von Flora immer gar nicht. Das Gefühl, da kommen eher normal Get-Ups und Jumps. Okay, also Skelly killt ihn zuerst. 130% aber, mal gucken, wie lange er diesen Stock halten kann. Gucken wir mal wieder. Okay, also hat sich nicht groß was geändert. Ist ein bisschen center-wise, ein bisschen in Skellys Favor jetzt. Und der fischt so ein bisschen nach dem Kill. Hat auch immer noch nicht aufgegeben, mal die Down-Air zu treffen durch die Stage. Kann man versuchen. Kann man versuchen. Skelly auf jeden Fall auch noch sehr aggressiv unterwegs. Gerade wenn Flora in der Luft ist. Oh, mit der Abdi, aber die killt nicht. Spezialtrick 5. Also, Moment. Oh! Sieht es nach einem 3-2 aus? Und zwar für Skelly, der hier das Silber Bracket Grand Finals an sich reißt. Herzlichen Glückwunsch an ihn. Und an beide für ein nices Grand Finals hier.